Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ich bin wieder voller Sehnsucht, liebe Geschwister, nach einer weiteren Geschichte von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein weiterer Teil, der unser Herz mit Khushu', mit Konzentration und mit Demut und mit Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala verbinden wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum Schluss studieren lassen, auf dass wir etwas Wertvolles für die Ummah hinterlassen. Allahumma amin. Und das letzte Mal, wie ihr mit Sicherheit wisst, und ich sage es nochmal, wir versuchen unsere Unterrichte so zu gestalten, dass wenn man auch nicht von Anfang an dabei war, dass man trotzdem den Anschluss findet. Wir versuchen es bei Ibnillah Ta'ala so gut wie möglich, denn ich will, dass jeder seinen Anteil daran hat, die Geschichte seines geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erlernen. Und das letzte Mal sind wir stehen geblieben, als wir darüber gesprochen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er von Umayman beherbergt wurde, so kam er zu Abdul Muttalib, der nach 2 Jahren circa verstarb, und kurz vor seinem Tod hat er Abu Talib damit beauftragt, dass dieser ihn aufnimmt. Und das war der letzte Stand gewesen. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch seine Güte versucht hat, Abu Talib, der sehr viele Kinder gehabt hat und nicht besonders reich war, ihm im Haushalt mitzuhelfen. Und er hat Schafe gehirtet, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. An dieser Stelle sind wir stehen geblieben. Heute machen wir weiter, bi'idhnillahi s-sami' al-alim, mit der Geschichte von Abu Talib. Wer war Abu Talib? Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass wenn wir Abu Talib, den Onkel des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und er gehörte zu seiner Familie, dass wenn wir ihn erwähnen, dann sagen wir nicht zu Abu Talib radiyallahu anhu, Allahs Wohlgefallen auf ihn, während wir das zu Sahaba sagen, die nichts mit der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun hatten, die von sehr weit her kamen, wie Salman al-Farisi radiyallahu anhu arda. Warum machen wir Dua für die einen und unterlassen das Bittgebet für die anderen? Abu Talib war der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ihr werdet staunen. Und ich staune immer wieder. Und manchmal ist es so, als ob man denkt, das kann nicht wahr sein, dass diese Person ohne den Islam gestorben ist. Abu Talib hat den Islam verteidigt auf eine Art und Weise, wie wir uns das niemals vorstellen könnten, liebe Geschwister. Er verteidigte seinen Neffen Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zu seinem letzten Atemzug, aber am Ende starb er nicht als Gläubiger. Möge Allah azawajal nur unsere Seelen nehmen, wenn er mit uns zufrieden ist, und dass wir mit keiner anderen Religion sterben, außer mit der Religion des Islam. Subhanallah, Abu Talib hat sich Ärger in das Haus hereingebracht, indem er den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigte. Und viele Leute haben versucht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen größtmöglichen Schaden zuzufügen. Abu Talib ließ dieses nicht zu. Und es wurde ein Boykott gegen die Muslime gestartet, der über 3 Jahre andauerte. Wir werden noch darüber zu sprechen kommen, bi'idhnillah ta'ala. Auch diesen machte Abu Talib mit. Abu Talib hat ständig versucht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu helfen, wo er ihn auch immer helfen konnte. Und dadurch hat er sich einen schlechten Ruf unter den Qurayshiten, unter den angesehenen Männern, geerntet, so dass Abu Talib auch bangen musste, dass ihm etwas passieren wird. Und du wirst staunen, o Diener Allahs, weißt du, dass Abu Talib mehr Schaden ertragen hat als manche Sahaba. Subhanallah. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei dieser Person, der den Islam verteidigt hat, indem er seinen Neffen geschützt hat, der mit dieser Botschaft zu den Menschen gekommen ist, so kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten Minuten von Abu Talib
Es waren seine wahrlich letzten Minuten, bevor Allah Azza wa Jal seine Seele genommen hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er hat sehr viel Dauer mit seinem Onkel gemacht. Und er hat versucht, ihn zum richtigen Weg zu führen. Und er hat nicht abgelassen bis zur letzten Minute, wie wir gleich den Hadith hören werden, dass er versucht hat, dass der Onkel von ihm den Islam annimmt. Aber subhanallah, höre diese Geschichte, o Diener Allahs. So kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Talib in die Wohnung herein. Und bei Abu Talib waren die übelsten Geschöpfe diejenigen, die den Islam abgrundtief gehasst haben, unter anderem Abu Jahl. So sagte einer der Übelstuenden, der Feinde des Islam, zu Abu Talib. Er sagte zu ihm, Atarrabu an millati Abdul Muttalib, wendest du dich etwa ab von der Religion von Abdul Muttalib? Bist du nicht auf unserer Religion? Wirst du mit einer anderen Religion sterben? Hast du mit unserer Religion nichts zu tun? Dann sagte Abu Talib, Ana ala millati Abdul Muttalib. Nein, ich bin auf der Religion von Abdul Muttalib. Wie ihr wisst, Abdul Muttalib war der Großvater des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also starb Abu Talib nicht als Gläubiger, nicht als Muslim, sondern als jemand, der die ewige Strafe bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erwarten hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, bevor Abu Talib gestorben ist, sagte er zu ihm, und höre, o Diener Allahs, dass du weißt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles versucht hat. Und das ist ein Beweis dafür, dass wir versuchen, mit den Ängsten, mit den Verwandten viel Dawah zu machen. Er sagte zu ihm, sag nur ein Wort, so dass ich bei Allah Azza wa Jal ein gutes Wort für dich einlegen kann. Kalima, ein Wort bedeutet La ilaha illallah. Aber schau, dieses Wort wird nicht jeder sprechen können. Allah Azza wa Jal hat es nicht jedem ermöglicht, dieses Wort zu sprechen. Obwohl der Onkel von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam war und ihn verteidigt hat in jeder Situation und auch Schaden auf sich genommen hat. Und er vielleicht durch diesen oder jenen Umstand hätte Schlimmeres erfahren können. Trotzdem hat er nicht den Islam angenommen. Er war in der letzten Minute seines Lebens. Und hätte er jetzt den Islam angenommen, wer hätte ihn dann noch schaden können? So wäre er gestorben mit dem Islam. Aber subhanallah, er hat diese Religion nicht angenommen. So erfahren wir auch, als er gesagt hat, ich bin auf der Religion von Abdul Muttalib, bedeutet vom Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so erfahren wir, dass Abdul Muttalib, auch der Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls als Kafir gestorben ist. Da hast du uns auch nicht gehört, dass wir gesagt haben, Allahs Wohlgefallen auf ihn, weil er gestorben ist in diesem Zustand. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Dawah vorangetrieben hat und versucht hat, seinen Onkel in den letzten Minuten noch zu überzeugen vom Islam, so hat Allah Azza wa Jal dessen Seele genommen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Aya herabgesandt, wo Allah Azza wa Jal sagt, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Du wirst ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht denjenigen recht leiten können, den du liebst. Du hast alles unternommen, du hast alles versucht. Du hast ihn versucht, in der letzten Minute noch zum Islam zu bringen, du wirst nicht denjenigen recht leiten können, den du liebst. Aber Allah leitet recht, wen er will. Subhanallah. Eine Ayah, die wahrlich unser Herz erschüttern sollte, liebe Geschwister, zumal ja diese Ayah nichts anderes bedeutet, als dass Abu Talib, der die beste Dawah erhalten hat, von wem? Nicht von mir und von dir, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der die größte Hikma, die größte Weisheit hatte, und das beste Benehmen, trotzdem hat dieses dem Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts genützt. Schau sogar, was er schrieb, bevor er gestorben ist. Er hat ein Gedicht geschrieben, Abu Talib. Da schrieb er, وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَلِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارِ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. Er schrieb, und du hast mir diese Religion vorgestellt. Und ich habe bereits gewusst,
dass diese Religion die beste Religion der Menschheit ist. Es ist die absolut aufrichtigste, wahrhaftigste, beste Religion. Und hätte ich nicht befürchtet, kritisiert zu werden und dass man mich beschimpft, so hättest du gesehen, dass ich mich ergeben hätte. Ich hätte diese Religion angenommen. Subhanallah, das waren die Worte von Abu Talib. Das heißt, o Diener Allahs, eine Person, der sehr viel für den Islam getan hat. Und trotzdem hat Allah Azza wa Jal für ihn bestimmt, dass er für ewig in das Höllenfeuer geht. Was für mich und für dich bedeutet, es reicht nicht nur, dass man gute Taten macht, sondern die Basis muss da sein. Und diese Basis ist La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, Wörter, die nicht jeder sprechen kann, Wörter, die nicht in jedes Herz hereinpassen, Wörter, die dich in das Paradies hereinbringen, genau deswegen sind es die schwersten Wörter, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Subhanallah, Abu Talib war kein Muslim, aber hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir manchmal Leute zur Seite stellen kann, die dich verteidigen, obwohl sie eine andere Religion haben. Obwohl sie nicht als Muslime sterben. Und Abu Talib ist mit Ijma' aller Gelehrten nicht als Muslim gestorben. Und leider gibt es Leute, die auch aus einem Abu Talib einen Muslim machen wollen. So wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung gefragt von Al-Bazzar. Und Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala hat diese Überlieferung als sahih klassifiziert. Was konntest du deinem Onkel Abu Talib nutzen? Was war der Nutzen von dir an ihm? Ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, der Nutzen, den ich ihm gebracht habe, ist, dass er die einfachste Strafe im Höllenfeuer erhält. Allah subhanahu wa ta'ala wird Abu Talib eine Strafe unterziehen im ewigen Höllenfeuer, aber die einfachste Strafe, wo Feuerglut unter seinen Füßen gelegt wird, so dass sein Gehirn davon anfängt zu kochen, zu brodeln. Und das für ewig und für immer. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht von der Strafe befreien, selbst wenn er der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen ist. Subhanallah. Wie viele Brüder man heutzutage antrifft und sie protzen damit, dass ihr Onkel zum Hajj gegangen ist und denken, dass sie von dieser Tat selber profitieren werden. Wie viele Brüder sehen wir, die sagen, mein Vater ist das und jenes, selbst wenn dein Vater zu den besten Propheten gehören würde. Was nützt dir das, o Diener Allahs, solange du nicht selbst für deine Akhira, für dein Jenseits vorsorgst, wird dir das nichts bringen, wie auch dir die Geschichte von Abu Talib beweist. Du musst lernen, dass diese Religion Taten erfordert, dass diese Religion nützliche, wertvolle, richtige Taten erfordert, die ein Grund sein werden, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir und mit mir barmherzig ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns in der Dunya und in der Akhira barmherzig sein. Subhanallah. Es gibt viele Leute in der heutigen Zeit, sie sagen, aber das war doch ein guter Mensch, selbst wenn er nicht den Islam angenommen hat. Warum diese ungerechte Strafe? Sie sagen das Wort ungerecht nicht, aber es ist vorhanden in dem, was sie eigentlich ausdrücken wollen. Man riecht gerade förmlich dieses Wort aus dem Satz heraus, den sie bilden. Sie meinen damit eine Person, der nur Gutes getan hat, selbst wenn er nicht Allah Azza wa Jal gedient hat. Warum sollte er diese üble Strafe im Höllenfeuer bekommen? Wir sagen, wer gut ist, ist erstmal gut zu Allah. Subhanallah, ist Allah Azza wa Jal nicht derjenige, der uns erschaffen hat? Und in der heutigen Zeit und auch damals war es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Diener erschafft und daraufhin dankt der Diener jemand anderen außer Allah. Und Allah gehört das höchste Beispiel und trotzdem darf man manchmal menschliche Beispiele prägen. Stellt euch vor, o Diener Allahs, eine Mutter, sie zieht ihr Kind auf
bis das Kind erwachsen wird. Und dann sagt das Kind zu einer anderen Frau, Mutter. Wie wird sich die Mutter fühlen? Ist dieses nicht schwer? Ist dieses nicht gewaltig? Ist dieses nicht ungerecht? Sei ehrlich, das ist die Ungerechtigkeit. Bevor wir überhaupt die rote Linie Allah subhanahu wa ta'ala berühren, sollten wir uns erstmal fragen, sind diese Leute gerecht, die erschaffen wurden von Allah, die alles bekommen haben und Allah azza wa jalla ihnen den klaren Weg aufgezeigt hat und sie daraufhin jemand anderen angebetet haben, der sie nicht erschaffen hat und der ihnen nicht diese Gnaden gegeben hat und der sie nicht am Tage der Auferstehung in das Paradies hereinbringen kann, sind diese Leute nicht ungerecht. Und so will man diese rote Linie überschreiten und den Mensch, der sich für einen anderen Gott entschieden hat als Allah, so will man diesen Menschen als gerecht darstellen. Und Allah, hasha, als ungerecht. Sowas macht keine Seele, der nur etwas Funken an Glaube hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur als Gläubige sterben lassen. Das ist die Geschichte von Abu Talib. Wir werden natürlich von Zeit zu Zeit auf Abu Talib weiter zu sprechen bekommen. Und so haben wir erfahren, Abu Talib ist nicht als Muslim gestorben. Der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch der Großvater, der Opa des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nicht als Muslim gestorben. Als ob ich diese Frage jetzt heraushöre, warum sind diese Leute als Kuffar gestorben und wir können sie Kuffar nennen, obwohl es zu der Zeit keinen Propheten gab. Eine gute Frage, die berechtigt ist und die wir auch beantworten müssen. Glaube nicht, o Diener Allahs, dass die Araber damals, in der damaligen Zeit, keine Religion hatten, sondern es gab in deren Zeit eine Restreligion von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim, einer der geehrtesten Gesandten und Propheten, alayhi salatu wassalam. Diese Restreligion hat bestanden. Denn wir sehen auch, dass nicht alle unter den Qurayshiten, die in Mekka gelebt haben, die Götzen angebetet haben, was gang und gäbe zu der damaligen Zeit war. Nein, es gab Leute, sie haben nicht diese Götzen angebetet, sondern sie haben an Allah azza wa jal einzig und alleine geglaubt. Daher ist es falsch zu sagen, es gab gar nichts vom Prophetentum, sodass diese Leute nicht bestraft werden dürften. Höre zu, o Diener Allahs, eine Ayah, die dir beweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur dann erst bestraft, wenn er einen Propheten geschickt hat. Das ist eine Sunna von Allah. Allah azza wa jalla sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir werden niemals bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das bedeutet, dass Allah azza wa jalla eine Sunna, einen Weg hat, dass er niemanden bestraft, dem nicht ein Prophet erreicht hat. Wie können wir dann sagen, dass diese Leute ungerechtfertigterweise als Kuffar gestorben sind und sie haben keinen Propheten gehabt? Du hast doch die Ayah gehört, wo Allah azza wa jalla sich das zur Aufgabe gemacht hat, dass er immer einen Propheten entsendet, bevor er die Strafe über die Leute kommen lässt. Das ist eine Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher solltest du wissen, dass die Gerechtigkeit Allahs azza wa jalla in allen möglichen Bereichen besteht. So wird der eine fragen, aber gab es nicht tatsächlich Leute, die in einer Zeit gelebt haben, wo gar kein Prophet zu ihnen gekommen ist und wo sie nichts vom Prophetentum erreicht hat? Doch. Und dazu gibt es eine Überlieferung bei Al-Bazzar rahimahullah ta'ala, die Sheikh Al-Albani rahimahullah als authentisch klassifiziert hat, dass vier Personen Yawmul Qiyamah, höre zu, die absolute Gerechtigkeit von Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wir können uns nicht vorstellen, wie gerecht Allah Azza wa Jalla ist. Vier Personen werden ihre Ausrede vor Allah Azza wa Jalla vorbringen, dass sie nicht die Botschaft erreicht hat. Sie werden ein Argument vor Allah vorbringen und sagen, die Botschaft hat uns nicht erreicht. Einer von ihnen ist ein Asam, das heißt ein Tauber, der nichts mehr gehört hat.
Ein anderer ist ein Ahmak, das heißt ein Zurückgebliebener. Und einer von ihnen ist ein Halim, der so alt gewesen ist, dass er nichts mehr begriffen hat. Und einer von ihnen ist eine Person, der genau in so einer Zeit gelebt hat, wo ihn die Botschaft des Propheten nicht erreicht hat. So werden sie ihr Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala vorbringen. Der Taube wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist zu mir gekommen, während ich nichts mehr gehört habe. Ein Argument. Und der Zurückgebliebene wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist gekommen, während mich Kinder mit Kamelmist beschmissen haben. Es war also ein kindisch Zurückgebliebener. Und einer wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist gekommen, während ich ein sehr alter Mann gewesen bin. Und der Letzte wird sagen, ja Allah, die Botschaft hat mich überhaupt nicht erreicht. Eine authentische Überlieferung, wo dann gesagt wird, betretet dieses Feuer. Und wer es betretet und damit Gehorsamkeit leistet, so wird er danach in das Paradies hereingehen. Wer aber dieses nicht tut und derjenige, der das tut, so wird das Feuer für ihn kühl und angenehm sein, wie für Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und wer das aber nicht tut, ungehorsam ist, so wird dieser in das Höllenfeuer hereingehen. Allahu Akbar. Das heißt, diese Leute müssen ihre Gehorsamkeit zu dieser Zeit beweisen, so dass danach über ihren Ausgang entschieden wird. Und die Sache ist nicht leicht, liebe Geschwister. Es gibt 15 Aussagen über die Ahlul Fatra, das heißt über diejenigen, die in der Zeit gelebt haben, wo kein Prophet sie erreicht hat. Und manche Gelehrte sagten, nein, sie sind als Kuffar gestorben. Und das in jedem Fall, dass sie als etwas anderes außer als Muslime gestorben sind. Warum? Weil wer nicht die Shahada sagt, ist nach unserer Religion kein Muslim, unabhängig davon, ob er später geprüft wird und zu diesen 4 Personengruppen gehört. Unabhängig davon, denn dieser ist nicht als Muslim gestorben, er hat die Shahada nicht gesprochen, also stirbt er auch in diesem Zustand und er stirbt als Nicht-Muslim. Was später Allah Azza wa Jalla mit ihm macht, das ist die Angelegenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und manche haben gesagt unter den Gelehrten, sie werden in Sicherheit sein. Und Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, die Ansicht, die unsere Gelehrten vertreten, ist, dass sie nochmal geprüft werden. Und ich bin am ruhigsten und am zufriedensten mit dieser Antwort, denn sie wird von vielen Gelehrten vertreten. Walhamdulillahi rabbil alamin. O Diener Allahs, Allah ist gerecht. Und auch die Leute, die nicht diese Botschaft erreicht hat, so werden sie nicht ungerecht von Allah Azza wa Jal behandelt. Und ich möchte damit einen Zweifel aus unseren Herzen herausnehmen, weil damit auch viele üble Herzen, verdorbene Herzen kommen und sagen, warum wird denn der und der bestraft oder der und der zur Rechenschaft gezogen, wo keine Botschaft ihn erreicht hat. Wisse, o Diener Allahs, wie wir im Allgemeinen gesagt haben, Allah wird niemals bestrafen, bis er einen Propheten zu diesem Volk sendet. Und wenn es dennoch Leute gab, die nicht diese Botschaft bekommen haben, so hast du bereits gehört, wie ihr Ausgang sein wird, bi'idhnillah ta'ala. Der zweite Teil, der Prophet sallallahu alaihi wasallam tritt eine Reise an mit seinem Onkel Abu Talib nach Asch-Scham, dem heutigen Syrien. Abu Talib war ein Geschäftsmann und er nahm eine Gruppe von älteren Leuten mit und auch seinen Neffen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Reiseziel war Asch-Scham, dem heutigen Syrien. Sie kamen dort gewöhnlich an einem Haus von einem Rahib, von einem Mönchen vorbei, liebe Geschwister, der ein Christ gewesen ist, so kamen sie bei jeder Reise an diesem Haus vorbei. Und an diesem Tag, als sie wieder an seinem Haus vorbeigingen, kam er zu ihnen heraus, anders als sonst. Und die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi. Und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat sie als sahih klassifiziert. Und auch Ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah ta'ala. Es gab Gelehrte, die einen
eine Anmerkung dazu hatten, aber wir wollen diese Geschichte bi idhnillah ta'ala erzählen, so dass wir erfahren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Unbekannter war. Dieser Mönch, der herauskam, sein Name war Bahira. Er wendete sich ihnen zu und das hat er zuvor nie gemacht und er betrachtete Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt war, ganz genau. Und als er Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau betrachtet hat, so sagte er voller Erstaunen, Hada Sayyidul Alamin, das ist der Führer der Menschheit. Hada Rasul Rabbil Alamin, das ist der Gesandte der gesamten Menschheit. Hada Yab'athuhu Allahu Rahmatan Lil Alamin, Allah hat ihn entsandt als eine Barmherzigkeit für die Menschheit. So sagte Abu Talib zu ihm, وَمَا عِلْمُكْ بِذَاكْ, woher weißt du das, was du gerade gesagt hast? Er sagte, لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا. Als der Prophet kam, das heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der noch ein kleiner Junge zu dem Zeitpunkt war, er sagt, so gab es Stein und Baum, der sich vor ihm, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam niedergeworfen hat. وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِي, und sie werfen sich nur nieder, diese Steine und Bäume, für einen Propheten. Und er sagte weiter, Bahira, dieser Mönch, der ein Christ war, وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمْ النُّبُوَّةِ, und ich erkenne ihn, dass er der Siegel der Propheten ist. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wenn Leute wahrhaftig sind, auch wenn sie eine andere Religion getragen haben, so warten sie förmlich auf die Wahrheit ab, bis sie endlich diese Wahrheit annehmen können. Und subhanallah, schaut, liebe Geschwister, der kleine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Jahre alt, er war noch gar kein Prophet, so hat Bahira schon über seinen Zustand Bescheid gewusst. Und er sagte, alles hat sich vor ihm niedergeworfen. Es blieb kein Stein übrig und kein Baum, der sich nicht vor ihm niedergeworfen hat. Und das ist auch gar kein Problem, liebe Geschwister. Denn diese Niederwerfung ist eine Niederwerfung des Respekts, der Ehrung. Nicht eine Niederwerfung der Anbetung. Aber trotzdem, auch dieses wurde dann später mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu der Menschheit wurde dieses verboten, dass man sogar nur aus Respekt für eine Person eine Niederwerfung vollzieht, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Und diese Überlieferung ist bei Ibn Majah und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat sie als Sahih klassifiziert. Er sagte, wenn ich jemanden befehlen könnte, wenn ich, bedeutet ich darf es nicht, wenn ich jemanden befehlen könnte, sich vor einem anderen niederzuwerfen, so hätte ich der Frau befohlen, sich vor ihrem Ehemann niederzuwerfen. Warum? Das erfahren wir aus anderen Quellen. Weil der Mann ein gewaltiges Recht über die Frau hat. Aber trotzdem ist dieses auch nicht erlaubt, dass ein Mann von seiner Frau verlangen darf, dass sie sich für ihn niederwirft. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn, und er darf es nicht, alaihi salatu wasallam. Und in der Scharia, in der Gesetzgebung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wurde dieses absolut verboten. Subhanallah. Damit sehen wir die damaligen von Ahlul Kitab, von den Juden und Christen, und das ist der letzte Punkt, den wir behandeln werden, bi'idhnillah ta'ala. Die damaligen von Ahlul Kitab, von den Juden und Christen, haben viel mehr Wissen über ihre Religion gehabt als die heutigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, bevor wir im Evangelium suchen und bevor wir in der Taurat, das Buch der Juden, suchen, so suchen wir erstmal im Koran, wo Allah Azza wa Jal sagte, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ.
Es sind diejenigen, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Leute von den Juden und Christen, die den Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen, dem Propheten, der Analphabet war, weder lesen noch schreiben konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, wo Allah azza wa jalla sagt, den sie bei sich in ihren Büchern, bedeutet im Evangelium und in der Taurat, geschrieben finden. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorangekündigt in diesen Büchern. Und sie wissen, dass dieses einzig und alleine die Wahrheit ist. Aber ist diese Wahrheit noch vorhanden in den Büchern, was uns natürlich sehr interessiert? In einem Buch, und ihr wisst, liebe Geschwister, die Bücher der Ahlul Kitab wurden gefälscht. Sowohl der Injil, bedeutet das Evangelium, als auch die Taurat, die Tora, beide Bücher wurden gefälscht. Und wären sie von Allah, und sie waren ursprünglich von Allah, aber sie wurden gefälscht, wären sie von Allah subhanahu wa ta'ala geblieben, so hättest du niemals einen Fehler darin gefunden. Aber weil Menschen diese Bücher geändert haben, so sehen wir nicht nur einen Fehler oder zwei Fehler. Wir sehen, dass diese Leute untereinander uneins sind, welches Evangelium sie lesen sollen, welche Bibel sie lesen sollen. Eine oder zwei, eine zweite oder eine dritte oder eine vierte. Sie wissen es nicht, sie sind uneins darüber. Der Koran ist einer. Hast du jemals gehört, dass Muslime, die wahrhaftig Muslime sind, über die Echtheit des Koran streiten? Allahu Akbar. Dieses ist bei uns nicht der Fall, sondern dieses ist vielmehr bei den Leuten von Ahlul Kitab der Fall. Und im Evangelium steht zum Beispiel, liebe Geschwister, dass als Adam alayhi salatu wassalam, der erste Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala auf die Erde eingesetzt hat, als er noch im Paradies mit seiner Frau Hawa gewesen ist, so haben sie vom verbotenen Baum gegessen. Und du weißt, infolgedessen wurden sie vom Paradies verbannt. Und als sie das Paradies verlassen mussten, drehte sich Adam alayhi salatu wassalam am Tor des Paradieses um. Das steht im Evangelium. Und da stand oben geschrieben, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Und Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und ihr wisst, liebe Geschwister, der Ausdruck bei denjenigen, die von Ahlul Kitab war, weil sie nicht den Koran mündlich von Generation zu Generation übertragen haben, war, dass sie gesagt haben, Mahomet. Ja, das war der Name, den sie genannt haben von Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Nichtsdestotrotz stand er bei ihnen geschrieben und auch steht in einem Buch der Evangelien geschrieben, was sie eigentlich bis heute lesen, dass Jesus sagte, ich werde gehen und es ist gut, dass ich gehe, denn solange ich nicht gehe, wird der Paraklytos nicht zu euch kommen. Wird der Paraklytos nicht zu euch kommen. Und dieses Wort, der Paraklytos, ist ein griechisches Wort, liebe Geschwister, und es hat die Bedeutung von Ahmed und Mohammed. Du kannst dich mit Sicherheit erinnern, als wir erklärt haben, was Ahmed und Mohammed bedeuten. Sie sind vom Wort Hamida abgeleitet. Leute, die viel loben und gelobt werden. Und das ist dieselbe Bedeutung, die auch im Evangelium drin stand. Und die Christen zum Beispiel wissen, dass es nach Jesus einen weiteren Propheten geben wird. Und subhanallah, so sagte Waraqa ibn Naufal. Waraqa ibn Naufal war der Cousin von Khadija radiallahu anha, die erste Frau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen. Dieser sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich wünschte mir, ich wäre noch am Leben, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, wenn dich dein Volk aus dieser Stadt vertreibt. So sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, werden sie mich tatsächlich aus dieser Stadt vertreiben? Er sagte zu ihm, Waraqa ibn Naufal, schau, o Diener Allahs. Er sagte zu ihm, es gab keinen Mann, der mit einer Botschaft kam, mit der du auch gekommen bist, außer dass er von seinem Volk angefeindet wurde. Subhanallah. Und deswegen, manche Gelehrte zählen Waraqa ibn Naufal zu einem Sahabi. Andere sagen, nein, er ist kein Sahabi, er ist ein Muslim.
Und andere sagen, weder das noch das, wir sagen Allahu A'lam. Wir wissen, dass er bereit war, die Wahrheit anzunehmen. Und das reicht uns. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Auch Salman al-Farisi radiyallahu anhu arda. Er war ein Perser gewesen, liebe Geschwister. Und wann auch immer er gefragt wurde, wer er ist oder von wo er herkommt, so sagte er, Ana ibnul Islam, ich bin der Sohn vom Islam. Eine Person, der verstanden hat, dass Nationalismus nichts in unserer Religion zu suchen hatte. Dieser Salman al-Farisi, als er die nach der Wahrheit gesucht hat und er noch nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam angetroffen hat, so hat er einen Gelehrten angetroffen von den Christen. Und als dieser Gelehrte kurz vor dem Tod war, fragte Salman al-Farisi, wo er denn hingehen sollte, zu wem er hingehen sollte, der ihm weiter die Wahrheit beibringt. So sagte dieser Gelehrte vor seinem Tod zu Salman al-Farisi in einer authentischen Überlieferung. Er sagte zu ihm, geh dorthin, wo du einen Mann antreffen wirst, der ein Zeichen seines Prophetentums auf seiner Schulter hat. Und wenn du ihm eine Sadaqa, ein Almosen gibst, so wird er es ablehnen. Aber wenn du ihm ein Geschenk gibst, so wird er es annehmen. Und tatsächlich, als Salman al-Farisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begegnet ist, war er sofort überzeugt von der Wahrheit, mit der Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde. Und so nahm er diese Wahrheit an. Und das war ein Zeichen des Prophetentums, liebe Geschwister, wo verschiedene Sahaba radiallahu anhum beschrieben haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der linken Schulter, er zur linken Schulter geneigt, in der Größe von einem Taubenei, was befleckt war, aber in der Farbe der Haut des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf diesem Fleck sind viele Haare zusammengewachsen. Und auch die damaligen Juden haben nicht umsonst in Medina gelebt, denn sie haben dort die Ankunft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgewartet. Auch sie wussten um diese Wahrheit, liebe Geschwister. Daher fühlt euch geehrt und fühlt euch stolz. Walhamdulillah, für uns Muslime ist das Entscheidende, dass wir erstmal im Koran hereinschauen, bevor wir in den anderen Büchern herumblättern. Und dieses empfehle ich immer wieder meinen Geschwistern, denn im Koran steht die gesamte und völlige Wahrheit ohne Zweifel. Ist die Wahrheit auch in anderen Büchern vorhanden, zumal wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer die Wahrheit bestehen lässt und subhanallah, obwohl das Evangelium und die Taurat immer wieder geändert wurden, hat Allah azza wa jal etwas Wahres darin gelassen. Auch das konnten sie nicht ändern, weil Allah es so bestimmt hat, bis sie zum heutigen Tage auch noch nachlesen können, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Wahrheit ist. Und wer den Islam annimmt, so wird er gerettet sein. Wer sich aber für eine andere Religion entscheidet, so soll er wissen, Allah Azza wa Jal sagt im Koran, Inna dina inda Allahi al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und ein paar gezählte Ayat weiter, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer eine andere Religion erwählt als die Religion des Islam, so wird sie niemals von ihnen angenommen werden. Und am Tage der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. Möge Allah azawajal mich und euch unter den Gewinnern schreiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht vom richtigen Weg abweichen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.